1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben Donnerstag und Donnerstag ist bekanntlich eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann könnt ihr das gerne machen. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht, der heißt Marius und der ist 49 Jahre alt. Hallo Marius. Hallo Domian. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, eigentlich ist das noch ein Anruf zur gestrigen Themennacht, wie sage ich es meinem Kinder. Wenn das meine Kinder wüssten, ne? Ja, wenn das meine Kinder wüssten, auch das. Ja, ich bin 49, das sagst du ja, und bin seit 19 Jahren HIV-positiv. Seit 19 Jahren? Ja. Mhm. Und meine Tochter ist jetzt 17. Also du bist, das muss man immer wieder erklären, du bist nicht erkrankt, du bist HIV-positiv. Ich war erkrankt. Du warst erkrankt. Ja. Also ich bin nach wie vor positiv. Ja, klar. Ja. Bei einem sehr guten Arzt in Behandlung. Wie schwer warst du schon erkrankt? Ich war im allerletzten Stadium. Oh. Wie lange liegt das zurück? Das war 1995, 96. Ja. Ja. Und es hat dann doch wieder geklappt? Man hat es medizinisch geschafft, dich wieder hinzukriegen? Ja. Ja. Das ist so. Ja, erzähl mal weiter. Ja, wie gesagt, meine Tochter ist jetzt 17. Ja. Und ich denke, wenn man Menschen liebt, dann muss man also auch Wahrheiten aussprechen können. Ja. Allerdings muss das ja auch dann in einem Kontext sein, dass man mit diesen Wahrheiten leben kann. Denn es nutzt ja nichts, Wahrheiten zu verkünden und lässt den anderen damit stehen. Das meine ich. Das heißt, du warst schon HIV-positiv, als du das Kind gezeugt hast? Nein, ich habe es nicht gezeugt, wir haben es adoptiert. Ach so. Ja. Ja. Zum damaligen Zeugzeitpunkt wäre das unter HIV ein Kind zu zeugen schlecht möglich gewesen. Ja. Heute geht das ja. Weiß deine Partnerin von dir rundherum Bescheid? Ja. Ja, die hat dann auch alles mitbekommen und... Ja. Wenn du 1995 so schwer erkrankt warst, das ist ja auch noch nicht so ganz lange her, da hat das Mädchen das doch auch mitbekommen. Ja, natürlich. Gut, da musste man eben halt ausweichen auf ein anderes Krankheitsbild, was dem ähnlich sieht. Krebs bietet sich da an. Ja, ach so, da war das Mädchen, ich kann jetzt nicht so schnell rechnen, wie alt war die Kleine oder auch nicht so Kleine, wie alt war sie da? Die war damals 10 Jahre alt. Ja. Nein, also 8 war sie. Ah ja. Und dann habt ihr eine andere schwere Erkrankung vorgetäuscht, so sagen wir es mal. So, die von der Symptomatik her kann man das also, kriegt man Krebs ganz gut runter. Ja. Ja. Man hat ja eben halt schwere Gewichtsverluste, Kraft, auch geistige Verwirrtheit dazu. Ja. Wie geht es dir denn jetzt aktuell? Unverschämt gut. Unverschämt gut. Du musst wahrscheinlich sehr, sehr viele Medikamente regelmäßig nehmen. Das ist mittlerweile also auch im Vergleich zur damaligen Krise ist das recht wenig. Kriegt sie das denn mit, dass du jetzt auch immer noch regelmäßig Medikamente nimmst? Ja, ja. Und wie begründet ihr das? Ja gut, das ist eben halt eine permanente Therapie, die sein muss, damit eben halt der Gesundheitszustand so bleibt. Ja. Und das ist auch zu verstehen, ja. Aber welche Krankheit, ich meine, jetzt ist sie 17, sie ist eine junge, erwachsene Frau. Welche Krankheit schiebt ihr denn nach wie vor, die du angeblich hast? Ja gut, wenn man die Symptomatik eines Lymphdrüsenkrebses kennt, kann man das damit sehr gut in Deckung bringen. Aha. Also offiziell hat der Papa Lymphdrüsenkrebs gehabt damals? Ja. Richtig. Und das sind immer noch jetzt so Nachfolgegeschichten, dass du permanent diese Medikamente einnehmen musst. Ja. Ja. Nun ist sie, wie gesagt, 17 Jahre alt. Und man kriegt heutzutage sehr viel mit, Gott sei Dank. Ja. Wieso hast du ihr das noch nicht gesagt, nicht schon früher gesagt?
Nun, HIV ist ein Thema. Wir wohnen in einer Kleinstadt. Mhm. Und das ist ein Thema, das behält man für sich. Das ist bei euch in der Kleinstadt so? Ja. Ja. Mhm. Ich denke, das ist aber... Das erklärt es aber noch nicht, warum du es deiner Tochter nicht gesagt hast. Schau mal, wenn man das einem 10-jährigen Kind erzählt, dann ist dieses Kind ja, um sich selbst aufzuschützen, ja, nicht ausgeschlossen zu werden, gezwungen zu schweigen. Das ist mir völlig klar. Also einem 10-jährigen Kind, aber da hast du völlig recht. Ja. Aber ich würde sagen, so die letzten vielleicht 2, vielleicht sogar 3 Jahre, ich kann es nicht einschätzen, wie entwickelt sie ist. Ja. Wäre das oder war das doch bestimmt schon eine Überlegung bei euch? Ja. Soll ich es ihr sagen? Wann soll ich es ihr sagen? Wie soll ich es ihr sagen? Ich glaube auch, dass es der Grund deines Anrufes sicher, dass wir darüber mal uns unterhalten. Richtig, das wollte ich mit dir besprechen. Ja, ja. Haben wir es. Mhm. Ja, nee, und das ist der Punkt. Ich meine, ich denke, mittlerweile ist also auch ein Zeitpunkt gekommen, wo man sagen kann, es ist nicht nur Last für sie, sondern eben halt also auch eine Frage von Offenheit, Zutrauen und Liebe. Finde ich auch, ja. Lass mich nochmal 19 Jahre zurückgehen. Ja. Weißt du, wo du dir den Virus geholt hast? Das kann ich ziemlich genau auf den Tag sagen, ja. Ich war auf einer Geschäftsreise im Ausland. Also beim Geschlechtsverkehr? Ja. Du warst kein Junkie oder sowas? Nein. Du hast ungeschützten Sex mit einer Frau gehabt? Ja, das war mein 30. Geburtstag und nett gefeiert im Kollegenkreis und dann ging's weiter. Mit einer Prostituierten? Yep. Ja. Mhm. So, und hast du gerade, finde ich, auch ein wichtiges Wort gesagt. Das hat etwas mit Vertrauen zu tun, mit auch wie man miteinander umgeht. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Tochter? Eigentlich so, dass man sagen kann, wir mögen uns, wir lieben uns und wir möchten auch nicht voneinander lassen. Welche Position hat deine Frau oder deine Partnerin zu dieser Thematik? Was meint sie? Gut, sie ist Ärztin. Mhm. Sie arbeitet auch hier in der Gegend und bei aller Liebe und Aufgeklärtheit, die man eigentlich unterstellen müsste bei dem Berufsstand, es gibt nach wie vor Leute, die damit nicht umgehen können. Das heißt, da sind wir also extrem vorsichtig. Moment, das heißt deine Also wenn im Kollegenkreis, in ihrem Kollegenkreis bekannt wäre. Ach so, das verstehe ich auch. Ich frage jetzt aber, was sie denkt, wie ihr mit dem Mädel und dieser Thematik umgehen sollt. Ich bin der Meinung, wir haben uns auch schon drüber unterhalten, dass es doch jetzt an der Zeit wäre, da einfach sie mitzunehmen. Und ja, das finde ich eine gute Formulierung. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung, Marius. Stimmen dir auch voll zu. Ich finde, mit 17 ist man nun wirklich so weit und reif genug, dass man das auch verkraften kann. Und das ist eine Frage des Vertrauens, des gegenseitigen Vertrauens. Irgendwann fragt sich das Mädel, Mann, die haben mich so lange belogen. Erzählen mir was. Ja, verarscht ist vielleicht ein bisschen zu böse gemeint. Ja, aber trotzdem nicht ernst genommen. Okay, ja, genau. Oder ihr zu wenig zugetraut. Genau, ganz genau. Und die täuschen da seit Jahren eine Lymphdrüsenkrebserkrankung vor und der Vater ist HIV-positiv. Ich finde, ihr solltet es so bald wie möglich sagen. Mhm. Und das natürlich, wenn du sagst, das ist stigmatisierter in dem, wo du da lebst, dann bleibt es halt in der Familie und sie wird es für sich behalten, da bin ich sicher. Also das traue ich ihr auch zu. Ja. Ich meine, sie ist da also auch recht tapfer. Und Offenheit ist bei uns eigentlich immer Thema gewesen. Wie gesagt, sie ist adoptiert und da haben wir es auch nie irgendwie ihr was anderes gesagt. Ja. Und ich meine, man sieht es auch, sie kommt aus Brasilien und das ist eh kein Thema. Ja, ja. Ja. Also von daher denke ich, der Zeitpunkt ist mir eben halt bloß, sie ist jetzt in der 11. Klasse, kommt jetzt in die 12. Ja. Und eigentlich dachte ich so nach dem Abitur. Ich weiß nicht, ich würde mal fast sagen, ab jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Sag ich jetzt mal, ohne deine Tochter zu kennen. Ich sag's einfach mal so, du sagst 11. Klasse, sie ist 17 Jahre alt. Ich finde, das reicht mir schon aus, um das so zu sagen. Ab jetzt geht es. Ja. Warum meinst du erst nach dem Abitur? Weil nach dem Abitur, gut, dann kommt Studium und dann ist also auch ein Ortswechsel damit verbunden. Das heißt, sie kann dann in ihrer Umgebung damit auch offener umgehen, wenn sie möchte. Ja. Und wenn sie hier in ihrem Freundeskreis, dann ist da also irgendwo... Ich meine, es gibt immer Gelegenheiten, wo man mal reden muss. Ja, ich würde es jetzt gar nicht so verschachtelt sehen.
Nee. Ich würde sagen, in erster Linie steht jetzt erstmal die Information an die fast erwachsene junge Tochter. Und, ich denke, wir machen das. Und das finde ich, sollte man wirklich dann so bald wie möglich machen. Es ist ja nur auch nicht, also mein Gott, nochmal, über was reden wir? Es ist ja nur auch keine Schandkrankheit oder so etwas. Es hat fast jetzt schon so einen Beigeschmack bekommen. Ich verstehe, dass du das... Es hat den Beigeschmack. Ich meine, da müssen wir also auch ganz realistisch sein. Klar, aber da kann man aber auch durch sein eigenes Verhalten gegensteuern, indem man dem nicht noch so nachgibt, dass es immer noch gesellschaftlich so eine moralisch schreckliche Krankheit ist. Es bleibt ja bei euch, es bleibt in der Familie. Das ist das Entscheidende, ja. Also ich möchte dich dazu ermutigen und deine Frau oder deine Partnerin, wenn ihr beide das auch jetzt schon so angedacht habt, macht es bald. Damit hinterher keine Vorwürfe gemacht werden oder sie vielleicht wirklich sauer ist und sagt, Mensch, wieso sagt ihr mir das denn nicht? Nee, das denke ich, das ist jetzt ein kritischer Punkt und ich finde schon, dass man da jetzt einfach auch zur Sache stehen muss. Ja, das finde ich auch, ja. Gut. Ich wünsche euch alles Gute bei dem Gespräch und überhaupt alles Gute von Herzen. Ja. Lass mich zum Schluss noch eines sagen. Ja. Ich hatte eben gesagt, mir geht es verdammt gut. Mhm. Mir geht es saumäßig gut. Mhm. Ich habe vor 5 Jahren wieder ein Unternehmen gegründet und. Mhm. Nur möchte ich allen Zuhörern sagen, so gut wie es mir geht, ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und jeder soll vorsichtig sein mit diesem Thema. Ja. Ich meine, du schmeißt ein paar Pillen ein und schon ist das Thema gegessen. Mhm. Das stimmt nicht. Das ist gut, dass du es sagst, weil ich glaube, sehr viele junge Leute das mittlerweile denken, oh Gott, AIDS, dann pfeifen wir uns ein paar Pillen rein und dann ist es gut. Von wegen. Ja, das glaube ich auch, ja. Und vor allen Dingen, man tut sich nicht nur selbst was an, man tut auch seinen Partnern und seinen Mitmenschen sehr viel damit an. Ja, unbedingt, ja. Gut. Alles Gute, Marius. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch bei mir auch melden wollt, hier live im Radio und im Fernsehen, dann ruft an 0800 220 50 50. Das geht heute nochmal und das geht morgen Nacht nochmal und dann sind wir erstmal in der Sommerpause. Also, dieses hier ist die vorletzte Sendung vor unserer Sommerpause und die hat auch gleich schwuppdiwupp die Darlene genutzt, um hier in die Sendung zu kommen. Hallo, Darlene. Hallo. Ist das richtig ausgesprochen, Darlene? Genau, Darlene. Darlene. Echt toll, dass du in die Sommerpause gehst. Bitte? Echt toll, dass du in die Sommerpause gehst. Wir müssen ja auch mal Urlaub machen. Ja, ich vermisse dich dann. Darlene, 17... Ich bin jede Nacht so. Okay, ja, gut. 17 Jahre alt. Genau. Und deswegen rufst du an? Also ich rufe an, weil ich mal mit meiner Identität sehr gelogen habe und andere Menschen damit sehr wehtat und darüber reden will. Zumal es viele Leute gibt, die so etwas machen oder selber, also ich sag mal, jetzt verarscht wurden. Also du hast mit deiner Identität gelogen. Was heißt das genau? Also vor 3 Jahren habe ich mich in einem Chat registriert als eine andere Person. Mhm. Und zwar als eine total andere Person. Ich habe mich nämlich als männlich ausgegeben. Ah, als männlich und wie alt? Ich war 22 und so und dann habe ich... Und dein Name war? Scary Angel. So, und 22 Jahre alt. Mhm. Genau, und dann, ich wollte nicht vorsätzlich andere Personen also veräppeln oder so oder eine Nase rumführen, sondern nur um zu wissen, wie es ist, aus meiner eigenen Haut rauszukommen und von mir selbst irgendwie wegzuflüchten. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Was ist daraus geworden? Okay, das kann man ja mal machen. Aber ist da noch was Entscheidendes raus entstanden? Ja, sehr. Also ich habe mich dann in jemanden verliebt. Und also die Person, die ich war, gefiel mir. Und also spiele ich das Spiel weiter. Moment. Und dann ist man irgendwie drinne, man kommt nicht wieder raus. Und man lernt Personen kennen, die man sehr mag. Und du hast dich verliebt in einen Mann oder in eine Frau? Eine Frau. In eine Frau. Und du selbst warst ja eben ein Mann, offiziell. Ja, also es ist schwer zu beschreiben, wenn ich mich als die Person ausgebe, stelle ich vollkommen in diese Rolle. Also ich hänge mich so sehr hinein, so dass ich in manchen Situationen wirklich vergesse, dass ich eine Frau bin. So, das heißt, es wurde aber erstmal dann nur gechattet. Genau. Ne? Und du warst der Mann und hast dich, die Frau, warst offiziell ein Mann und hast dich dann im Chat in eine Person durch Chatten verliebt. Genau. Ihr habt also nicht telefoniert miteinander? Also vor einigen Monaten schon. Und zwar habe ich das immer mit einem Tuch gemacht. Und Moment, hast du gesagt, vor einigen Monaten?
Ja, das ist jetzt das vor einer Woche ist das aufgeflogen. Moment. Du hast gerade gesagt, vor 3 Jahren ist das passiert. Ja, vor 3 Jahren. Und das hast du 3 Jahre durchgezogen? Ja. 3 Jahre hast du das durchgezogen? Ja. Und hast fast 3 Jahre mit dieser Person nicht telefoniert? Ja. Sondern nur immer gechattet? Ja. Und gemailt? Ja. Na, das ist aber krass, du. Naja, gut, und vor ein paar Monaten hat sie mich irgendwie überredet und dann habe ich das so gemacht, dass ich gesagt habe, dass ich noch nicht jetzt ins Schnellbuch gekommen bin. Und hast mit dem Tuch vor dem Telefonhörer telefoniert? Unter anderem. Ich fasse es nicht. Ich muss das nochmal sagen. 3 Jahre hast du dieses Spielchen betrieben. Ja, aber das hat mir sehr weh getan. Ist die andere Person so alt wie du, das Mädel? Hm? Ist das andere Mädel so alt wie du? Ja, ungefähr. Ja. Aber dass die nicht mehr Druck gemacht hat, komm, lass uns doch mal telefonieren. Und dass sie das so 3 Jahre mitgemacht hat, komme ich gar nicht drüber hinweg. Du merkst es schon. Na gut, aber es ist so passiert. So, jetzt hast du telefoniert mit dem Tuch davor und hast gesagt, ich bin doch nicht im Stimmbruch. Auch lustig. Nicht ganz durch ein Stimmbruch, also ich hätte da Probleme gehabt, aber das hat sie akzeptiert und so. Und ich habe schon versucht, so durch anderen Freunden herauszubekommen, was sie richtig über mich denkt und ob sie jetzt sagt, oh, der hat ja voll die schreckliche Stimme. Stopp. Über andere Freunde? Gibt es da Verbindungen? Ja, und zwar hat das eine Freundin von mir auch gemacht. Wir haben das zusammen mal durchgezogen, um sozusagen zu decken. So nach dem Motto, wir kennen uns einander und dass sie nicht auf Verdacht kommt, dass ich eine andere Person sein könnte, als ich bin. Weil ich immer um das Treffen immer irgendwie herumgekommen bin und so. Und damit sie keinen Verdacht schöpft. Aha. Also wenn schon, denn schon. Und das war alles nicht sehr böse gemeint eigentlich. Das glaube ich. Also wir fassen zusammen. 3 Jahre hinters Licht geführt, dann ein seltsames Telefonat oder mehrere Telefonate. Ja. Mehrere Telefonate. Und wie ist es jetzt ganz aufgeflogen? Ich habe es ja vor einer Woche gesagt. Du hast es ja vor einer Woche gesagt. Ohne verstellte Stimme, ohne Tuch vom Telefonhörer. Also erst wollte ich ihr das gar nicht sagen. Und dann war das Gefühl so mächtig, ihr das so sagen zu müssen. Mhm. Dann habe ich gesagt, du, ich muss dir da was sagen. Und dann habe ich so von Anfang an angefangen. Ich muss dir mal so eine Kleinigkeit noch sagen. Eigentlich bin ich ein Mädchen. Ja, und dann, was hat die da gesagt? Hat die aufgeknallt direkt, den Hörer? Naja, ich habe von ihrer Seite überhaupt nicht richtig gehört. Auf einmal war es ganz still am anderen Ende des Hörers und ich habe nur geredet. Und dann meinte sie, ja, ich muss darüber nachdenken, das ist jetzt ein ziemlich heftiger Schlag. Mhm. Ja, natürlich. Und dann habe ich ihr noch eine Mail geschrieben, um ihr das nochmal genauer zu erklären. Also so von Anfang bis zum Ende und dass es nicht so gemeint war, wie es gemeint ist. Aber das nützt ja eigentlich gar nichts. Das tut's gar nichts mehr. Nee, überhaupt nicht. Das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen, wie man so schön sagt. Und sie hat sich daraufhin nicht nochmal gemeldet. Also noch nicht. Gut, das ist eine Woche her, ich muss ihr wünschen, so Zeit geben und so. Ich kann auch verstehen, wenn sie jetzt sagt, ja, ich hasse dich jetzt oder. Ja, ist ja auch blöd, Mensch, wenn du drei Jahre lang jemanden so belügst. Du hast ja deine ganz neue Identität aufgebaut wahrscheinlich, was du an Hobbys machst, wie es dir so geht. Und ich habe mich vollkommen in so etwas reingehangen. Ja. Und sie dachte auch immer schon, dass ich schwul wäre, weil ich zu feminin wäre, auch vom Charakter. Ach so. Mhm. Und, gab es denn auch habt ihr auch so über Sex gechattet? Gab es da auch so ein bisschen Cybersex-mäßig was? Ja, so per SMS manchmal. Das heißt, dann hast du dich ja auch in einen Jungen hineingedacht. Ja, ich war vollkommen diese Person. Das war wie so eine Sucht. Und hast dann immer so getan, als würdest du sie als Junge anbaggern? Ja. Hat dich das denn selbst auch angemacht, die Vorstellung? Naja, ging so. Eigentlich, es ist so, dass ich mir den Traummann erschaffen habe. Ja. Und manchmal wollte ich, dass sie sich in mich verliebt und hat irgendwie so herumgetruckst und so. Und ich wollte als diese Person begehrt werden, weil ich zum ersten Mal beliebt war. Und vorher, meine eigene Identität, war ich nie beliebt. Ich hatte nur schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen habe ich mich immer in diese Person geflüchtet. Ein gutes Beispiel dafür, wie heftig und negativ eben diese Cyberwelt auch auf einen Auswirkung haben kann. Ne? Dass man sich völlig von der Realität entfernt. Und, aber dahinter steckt nicht irgend so eine leichte lesbische Ader bei dir. Na, ich bin 17, da kann auch viel passieren. Kann auch viel passieren, ja. Hast du währenddessen auch keine Beziehung gehabt? Überhaupt nicht. Gar nichts ich gelaufen. Ich war so verschossen irgendwie.
3 Jahre lang. Ja. Mensch, da liegen. Kann gar nicht so glauben, oder? Ich meine, das habe ich jetzt auch erlebt. Ich hatte mal mit einer Freundin im Chat, wir haben uns gegenseitig verarscht. Sie hat sich auch als Mann ausgegeben. Mhm. Und dann haben wir das irgendwie, das sind Stufe, haben wir zu Hause gekriegt. Mhm. Und dann haben wir nur gelacht, weil ich habe sie verarscht, ich hab mich auch bei ihr als Mann ausgegeben und sie bei mir. Okay, weißt du, wenn sowas relativ schnell auffliegt, finde ich das auch noch ganz lustig. Aber ja. Übel ist es, wenn das so sehr lange läuft und die andere Person wirklich Gefühle investiert. Wenn auch auf dieser künstlichen Ebene des Chattens, aber immerhin. Ja, aber schon liegt da schon so. Ja. Also irgendwie sollte sich unterschätzen eigentlich. So, genau, finde ich auch. Ja, du kannst dich eigentlich nur vielleicht nochmal entschuldigen bei ihr. Das sowieso. Und ich meine, auf eine Beziehung bist du ja eh nicht aus. Nein. Also. Wo wohnst du denn? In der Nähe von dir? Oder weiter ja, weg? Ja, wir wohnen in der gleichen Stadt. Ach, das auch aber noch? Das war so ein Stadtchat. Ach so. Und ich habe gesagt, ich wohne in Bayern, obwohl ich im Norden wohne. Ah ja. Und damit ich immer von so einem Treffen hinwegkomme und... 3 Jahre weggeworfen, wird sie jetzt sagen. Ich sag 3 Jahre weggeworfen, wird sie jetzt sagen. Hat sie denn in der Zeit auch keine anderen Sachen am Laufen gehabt? Ja, sie war auch mich verliebt eigentlich. Ja. Also, was kann man daraus lernen, dass man sowas auf keinen Fall wieder tun sollte? Nein, das auch so in der Öffentlichkeit raten, so ist niemals zu tun. Ich meine, viele probieren das aus und viele haben das Problem auch. Ja, weißt du, ich glaube, man sollte es einmal deshalb nicht tun, weil es einfach eine miese Sache ist, andere Leute so zu verarschen. Und man sollte es für sich selber auch nicht tun. Ich glaube, dass es einem selbst auch nicht gut tut. Man steigert sich da in so eine künstliche Welt rein, die ist einfach nicht real und man kommt vielleicht in der Realität gar nicht mehr richtig klar dann. Das unter anderem. Also ich muss jetzt erstmal wieder mich selbstrichtig finden und so. Und das glaube ich. Lass die Chatterei vielleicht am besten mal ganz sein. Ja, das geh raus so. Und bagger die Jungs direkt an. Als Darlene aber, als Mädel. Ja. Mann, passiert nicht wieder, ne? Hm? Das passiert nicht wieder. Nein, ich habe aus das Leben gelernt. Das ist sehr schön, das ist ein gutes Wort. Darlene, schönen Sommer wünsche ich dir. Ja, dir auch. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Darlene, die geschwindelt hat, 3 Jahre lang. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Michael, 41, hallo. Hallo Domian. Hallo Michael. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, dass vor einigen Wochen mein Sohn durch einen Verkehrsunfall ums Leben kam. Ja. Wie alt war der Junge? Er war 5 Jahre alt. 5 Jahre? Ja. Hm. Und was ist da genau passiert? Er war mit meiner Frau einkaufen in ein Geschäft und kam aus dem Geschäft raus und meine Frau hatte auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt. Er sah das Auto und rief zu seinem Bruder, der auch mit dabei war. Ich bin als erster im Auto und ist dann von einem Auto überfahren worden. Also ihr Bruder war auch auf der anderen Seite? Jo. Ja, und ich habe noch nicht ganz verstanden, da wo der Kleine war, da warst du auch? Nee, meine Frau hatte ihn an der Hand und der hat sich losgerissen und ist dann rübergelaufen. Ach so. Und was ist noch? Du warst gar nicht in der Nähe zu der Zeit? Nee, ich war zu Hause und bekam dann einen Anruf. Ja. Weißt du, so einen Anruf, vor dem du immer Angst hast. Und was ist eigentlich noch schlimmer machte, mit 18 Monaten ist er an Krebs erkrankt. Und man musste ihm ein Auge entfernen. Ja. Das andere Auge wurde bestrahlt. Ja. Und jetzt im März hatten wir die Abschlussuntersuchung, er hätte den Krebs überstanden. Und wir dachten eigentlich, jetzt haben wir das Schlimmste hinter uns. Und dann ist diese Sache passiert. Ja. Ist der Junge gleich am Unfallort verstorben? Kam noch mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus, dort hatten sie ihn noch notoperiert und er ist dann während der Operation gestorben. Er starb 5 Minuten, bevor ich im Krankenhaus ankam. Ja. Weswegen ich eigentlich anrufe, ist, wie die Leute anschließend mit uns umgehen. Wie gehen die Leute denn um? Die Nachbarn, Freunde oder was? Also ich muss sagen, die erste Woche
hatten, war sehr viel Unterstützung. Es war immer jemand da. Man hat gekocht für uns. Mhm. Ihr habt ja noch ein Kind, ne, sagtest du gerade. Ja, wir haben noch unseren Ältesten, den Michi. Wie alt ist der? Der ist 9 Jahre alt. Der ist 9 Jahre alt. Der hat das dann ja auch mit angesehen, ne? Der hat es mit angesehen, mhm. Ja. Das heißt, die Mutter hat es gesehen und der Bruder hat es gesehen. Genau so ist es, ja. Was ja auch für den 9-Jährigen ein Trauma ist, ne, dass er das... Furchtbar. Ja. Also die ersten Tage für Michi waren ganz schlimm. Mhm. Er hat zwar, den ersten Tag nur geheult. Mhm. Und dann hat er sich zurückgezogen. Also sich abgekapselt. Und geschwiegen. Und geschwiegen, ja. Ist das bis heute so? Er fängt so langsam an, drüber zu reden. Mhm. Ab und zu. Ja. Bevor du gleich weitersprichst, ich hatte dich ja gerade unterbrochen, was die anderen Leute angeht. Würde ich dich gerne noch zu deiner Frau fragen. Macht sie sich Vorwürfe, dass sie ihn nicht genug festgehalten hat? Nein, Gott sei Dank nicht. Mhm. Er hat sich wirklich losgerissen und da war nichts zu machen. Da war nichts zu machen. Mhm. Sie hatte ihn fest an der Hand und wir wohnen auch an einer Hauptverkehrsstraße. Also er kennt das. Ja, ja. Er kennt das. Also er hat das auch noch nie gemacht. Ich bin auch mittlerweile der Meinung, das ist nicht auf seine Mist gewachsen, sondern da bekam er den Impuls von sonst wem. Also, wie meinst du, von sonst wem? Meinst du, dass das ein Schicksalsimpuls war oder wie meinst du das? Ich glaube, Gott hat ihn zu sich genommen. Hm. Hm. Der andere Junge, der 9-Jährige, ja. Macht der, ich meine, es gibt ja ganz irrationales Verhalten, wenn so ein Unglück passiert ist. Macht der sich irgendwelche Vorwürfe? Hat der schon gesagt, ich hätte irgendwas tun sollen oder? Nein, der hat nur gesagt, ich habe ihm doch so oft gesagt, er soll nicht auf die Straße laufen, mhm. Und er soll auf die Autos aufpassen. Mhm. Und der war auch einmal fürchterlich wütend auf ihn. Also so richtig wütend, ne? Mhm. Hätte er doch nur aufgepasst. Ja. Hätte er doch, ne, wäre er doch nicht auf die Straße gelaufen, dann würde es mir jetzt nicht so schlecht gehen. Ah ja, ah ja. Hm. Dann wäre es mir jetzt nicht so elend. Hm. Also so langsam fängt er an, drüber zu reden. Ja. Man kann es nicht zwingen, es kommt von ihm. Ja. Er ist auch in psychologischer Behandlung mittlerweile. Das wolltest du gerade erzählen von den Nachbarn, von den Freunden. Am Anfang waren die bei euch, haben für euch gekocht, haben Beistand geleistet. Hat sich das jetzt verändert in der letzten Zeit? Also ganz krass war es an dem Tag nach der Beerdigung. Da waren wir alleine. Mhm. Auf einmal waren sie alle weg. Mhm. Das war so ein Unterschied zu den Tagen vorher. Also es war ganz seltsam. Mhm. Und ich meine, wenn meinem besten Freund sowas passieren würde, ja. Wüsste, glaube ich, auch nie, wie ich auf ihn zugehen sollte, mhm. Weil ich total unsicher bin, wie man sich da verhält. Und bevor ich dann irgendwas Falsches mache, würde ich dann gar nichts machen. Ach so, du meinst also am Anfang waren die Leute wirklich ganz oft da und dann vielleicht auch aus Unsicherheit heraus, halten sie sich ganz fern von euch? Nicht nur aus Unsicherheit, sondern ihr Leben geht ja auch weiter. Die haben Familie auch, ja. Die müssen sich um ihre Kinder kümmern und der Alltag geht ja auch weiter. Nun liegt das Ganze ja erst, du hast gerade gesagt, ein paar Wochen. Wie viele Wochen genau zurück? 8 Wochen. Das ist ja noch nicht lange. Das ist noch nicht lange, nein. Da erwartet man ja eigentlich, also würde ich schon von meinen engen Freunden erwarten, dass die auch nach 8 Wochen natürlich sich auch noch natürlich um mich kümmern. Was sind 8 Wochen, wenn man so ein Unglück erlitten hat? Gar nichts. Ein Atemzug sind 8 Wochen. Vielleicht wollen die Leute auch nicht konfrontiert werden so mit dem Unglück. Kann das sein? Ich denke auch. Ich denke, man weiß, es gibt keine Gebrauchsanweisung. Mhm. So ein Unglück, weißt du, also mit den meisten Situationen, die man sich im Leben gegenüber sieht, mhm. Hat man irgendwie Erfahrungswerte oder hat von anderen gehört, wie man damit umgeht, aber mit sowas ist man fassungslos. Ich glaube, dass die Leute auch nicht verstehen, dass man nicht ständig kluge Sachen sagen muss, sondern dass es einfach nur gut ist, wenn man da ist, wenn man in der Nähe des Trauernden ist. Weißt du, es wird ja oft schon reichen, wenn sie einfach da sind, auch wenn man nicht miteinander spricht. So meine ich, ja. Aber er sitzt neben genau. mir und er nimmt meine Hand zum Beispiel. Genau, ja. ja, ja. Er braucht ja nichts Gescheites zu sagen. Ja, ja, er kann es ja auch nicht deuten irgendwie oder einen Sinn mhm. da drin sehen. Mhm. Kann ich ja auch nicht. Aber wenn man dann einfach so da wäre. Ne? Verstehe ich das richtig, Michael, dass du dass du und ihr in diesem unfassbaren Unglück, das ihr jetzt
erleiden müsst, auch sehr einsam seid? Ja, ja, würde ich so sagen. Gibt es gar keinen aus dem engen Freundeskreis oder von also der Verwandten, der permanent jetzt bei euch ist? Nein, 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 gibt es nicht. Sie rufen manchmal an, weißt du? Mhm. Uns ist es zu wenig. Wir sind aber auch nicht in der Lage, und das liegt natürlich an uns, von uns aus dann anzurufen, weil wir ja auch den Leuten nicht auf den Wecker fallen wollen. Mhm. Weil du, wie soll ich das sagen, man macht sich ja auch Sorgen dann, wie die drauf reagieren. Mhm. Also ein sehr guter Freund von mir, den mein jüngster Sohn, der gestorben ist, er liebt ihn heiß und innig. Mhm. Sobald der Robert kam, der spring ihn um den Hals, der saß auf seinem Schoß, er hat mit ihm gespielt, und der Robert ist kein Typ, der sowas normalerweise zulässt. Weißt du, so Emotionen hält er so ein bisschen von sich weg. Ja. Und hier hat das zum ersten Mal zugelassen. Mhm. Und ich glaube, dem geht's fast schlechter als mir. Mhm. Und dennoch? Und der ruft auch nicht an, weißt du? Und dennoch ist eine Distanz zwischen euch. Ja. Obwohl es euch beiden gut täte, wenn ihr beieinander wärt. Ja. Eigentlich, ne? Wir sind dann beieinander, wenn ich ihn anrufe und sage, Robert, komm mal runter oder so, ne? Aber so von sich aus wird er das nicht machen, ne? Wird er nicht anrufen. Ne? Und viele Leute, viele bekannte Freunde rufen nicht an. Wenn wir sie dann mal treffen, dann sagen sie es auch. Michael, ich weiß einfach nicht, was ich dann sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Aber das war so richtig gut, was du gerade gesagt hast. Sagen wir das nochmal so ganz, ganz auch jetzt hier in der Öffentlichkeit. Man muss nicht immer zu was sagen. Ja, genau. Man soll einfach nur da sein. Ja, genau. Dass man das Gefühl hat, man ist nicht alleine. Weißt du, ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir in einer solch künstlichen Welt leben, wo so schlimme Sachen wie Unglücke und Tod und Leid immer zur Seite gekehrt werden. Das betrifft immer irgendwie andere oder man hört davon. Genau. Und wenn man dann selbst betroffen ist oder im Umfeld jemand betroffen ist, reagiert man panisch, ängstlich und weiß gar nicht, was man tun soll. Genau. Und das ist das Schlimme und Traurige an all diesen ganzen Entwicklungen in unserer Welt. Und ich glaube, das wird immer schlimmer. Ja, ich denke auch. Ich glaube, in einer Dorfgemeinschaft, vielleicht wie es früher war, dass man ganz anders damit umging und dass das aufgefangen wurde. Aber so ist da eine Familie, so wie ihr das, wie du es gerade beschrieben hast, und die Leute kommen nicht zu euch, die davon wissen. Wie schlimm, wie traurig eigentlich. Ja, und nur um es nochmal zu sagen, das ist mit Sicherheit kein böser Wille. Ja, 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 ne? Ja, 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 ja. Nein, weil der Tod einfach nicht stattfinden soll in unserer Welt. Das ist das. Das ist ein Tabuthema. Absolut. Und da kann man das mehrfach sagen. Das passiert doch oft, dass es immer wieder gesagt wird, das ist ein Tabuthema. Aber dadurch wird es nicht anders. Unsere Verhaltensweisen verändern sich nicht. Du hast gesagt, dass der Kleine in psychologischer Betreuung ist. Ja. Habt ihr auch irgendwie mal überlegt, wo schon sonst keine Leute um euch herum sind, dass ihr vielleicht euch Hilfe sucht von außen oder dass ihr in eine Selbsthilfegruppe geht? Habt ihr sowas mal überlegt? Ja, also meine Frau war auch bei einem Psychologen. Der gefiel ihr gar nicht, weil er wollte ihr Psychopharmaka verschreiben. Ja. Sie sagte, ich möchte keine Medikamente, die mich dämpfen, weil ich habe noch einen Sohn und den fahre ich jeden Tag zur Schule. Also das will ich nicht, mit dem kam sie nicht so zurecht. Sie möchte jetzt zu einem anderen gehen. Sie war am Wochenende jetzt auf einem Trauerseminar. Ja. Ich würde gerne euch Folgendes vorschlagen, Michael. Ich möchte, dass du gleich mit meinem Psychologen noch ein paar Worte sprichst, mit dem Johannes. Mhm. Und der möge euch eine Kontakttelefonnummer von den verwaisten Eltern geben. Das ist eine bundesweit organisierte Selbsthilfegruppe von Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Haben wir schon. Habt ihr schon. Ah, ja. Genau, da war sie nämlich zum Seminar. Ich war im Oktober zu einem Väterseminar. Mhm. Und Michi fährt ebenfalls im Oktober zu einem Geschwisterseminar. Aha, das ist gut. Verein verwaister Eltern. Das ist gut, da ist also schon einiges in Bewegung. Ja. Dennoch möchte ich, dass du noch mal ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Bist du damit einverstanden? Ja, bin ich damit einverstanden. Darf ich noch was sagen? Ja, bitte. Als ich angerufen habe unter dieser Nummer zu deiner Sendung, da war eine nette junge Dame dran. Ja. Und die war sehr
einfühlsam und sehr verständnisvoll. Dafür wollte ich mich noch bedanken. Die macht das ganz toll. Das ist sehr nett von dir. Ich werde es nachher nach der Sendung ausrichten. Okay, danke. Alles Liebe und alles Gute, Michael. Du legst bitte auf und der Johannes ruft dich an. Alles klar, Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 50 50, Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse ist domian@wdr.de. Und hier ist Jessie. Und Jessie ist 22 Jahre alt. Hallo Jessie. Ja, hallo Domian. Ich habe gestern schon angerufen und wollte für das Thema, wenn das meine Kinder wüssten, anrufen. Ja. Das ist ein absolutes Tabuthema und ich bin froh, heute mit dir reden zu dürfen. Ja. Geht es um deine Kinder? Es geht um meine Kinder. Ich habe letztes Jahr im August meine Kinder, zwei Kleinkinder, einfach in dem Sinne abgeschoben. Und, Zwillinge oder wie? Nein, keine Zwillinge, sondern einfach knapp hintereinander gezeugte Kinder. Wie das zweite kann ich gar nicht für mich akzeptieren. Die zweite, also Gianna, ist nicht nach meinem Willen entstanden. Also Chailin Christine. Moment, die erste ist wie alt? Die erste ist jetzt zwei. Zwei. Und die andere sagt, die ist nicht nach meinem Willen entstanden. Das ist eine seltsame Formulierung. Bist du vergewaltigt worden, oder was? Ich habe mit einem Mann zusammengelebt. Ich war mit einem Mann verheiratet, der mir seinen Willen in dem Sinne aufgezwungen hat und habe in einer Abhängigkeitsliebe gelebt. Mhm. Und in dieser Abhängigkeitsliebe sind diese beiden Kinder entstanden. Ach, die sind beide von diesem Mann? Ja, ich habe ganz ordentlich geheiratet und eigentlich war alles ordentlich. Aber das erste Kind, die Zweijährige, die akzeptierst du mehr als die ganz Junge? Also die erste, Chailin Christine, die jetzt halt drei wird. Dreijährige, ja. Hm. Die habe ich sogar lieb. Nur es ist halt so, dass ich mit der zweiten überhaupt nicht klarkomme. Wie alt ist die zweite? Du meinst jetzt Gianna. Gianna ist jetzt zwei, die hat vor kurzem Geburtstag gehabt. Ah, ich habe es gerade durcheinander gehört. Also die Jüngste ist zwei und die Ältere ist drei. Genau. Ne? Und die Dreijährige, da ist eine Herzensbindung da, obwohl die auch unter Umständen entstanden ist, die eigentlich nicht so richtig waren für dich. Genau, das ist korrekt. Und die zweite ist auch unter Umständen, was heißt unter Umständen entstanden? Das heißt, der Mann hat dich zum Verkehr mehr oder weniger gezwungen, oder was? Genau, und unter Anbetracht der Tatsachen, die diese Ehe spiegelten, war es nicht möglich zu sagen, ich treibe dieses Kind ab. Das heißt, ich habe ein Kind bekommen, das ich nicht haben wollte. Mhm. So, jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, letztes Jahr August habe ich meine beiden Kinder, 3 Jahre und 2 Jahre, abgegeben. Ja. An wen? Ich habe 3,5 Jahre mit einem Drogensüchtigen zusammengelebt. Das heißt, ich habe 3,5 Jahre einen Drogensüchtigen clean gehalten. Ich habe ihm eine künstliche Welt aufgebaut, in der für ihn alles in Ordnung war und bin selber daran kaputt gegangen. Ich habe 2,5 Jahre nur Schläge von ihm bekommen. Und wir reden von dem Vater der Kinder. Genau. Mhm. Und ich habe also lange, lange nichts gesagt. Ich habe einfach nur ein Leben gespielt, kann man so sagen. Und letztes Jahr im August haben sich dann Nachbarn eingeschaltet, die es mitbekommen haben, dass ich in unserer heilen Welt jeden Tag verprügelt wurde und Ähnliches erlebt habe. Mhm. Und hat er die Kinder auch geschlagen? Nein, das hat nicht. Mich auch nur geschlagen, wenn die Kinder nicht in der Nähe waren, muss man dazu sagen. Ja. Also man kann diesen Menschen gegenüber nichts Gutes sagen. Ich hasse ihn abgrundtief, aber er hat nicht Kinder einbezogen. Okay, jetzt zu der Frage, warum hast du dich von den Kindern getrennt? Weil ich der Meinung war, dass in der heutigen Zeit es nicht wirklich sozial fördernd ist, wenn man alleinerziehende Mutter ist und auf der anderen Seite natürlich auch, weil ich nicht wirklich damit klarkam, zwei Kinder zu haben mit 22. Na gut, das haben ja schon, gibt es ja mehrere Menschen, die in jungen Jahren schwanger werden und auch zwei Kinder haben mit 22. Wann, im August hast du dich von den Kindern getrennt? Getrennt heißt, du hast sie zur Adoption freigegeben. Nein, ich habe sie erstmal in Pflegefamilien untergebracht. Getrennt? Ja, getrennt. Das war sehr, sehr wichtig für mich, dass sie getrennt wurden. Pflegefamilien heißt, das ist jetzt erstmal eine Sache auf Zeit, oder? Nein, ich habe mich dazu entschlossen, darauf zu warten, dass diese Eltern die Kinder adoptieren möchten. Ach so. Ich habe mich völlig distanziert. Ich bin dann damals in eine andere Stadt gezogen. Mhm. Ich will nicht sagen, wo ich lebe. Ich muss noch mal vorher fragen, und davor hattest du dich aber auch von dem Mann getrennt? Ich habe mich im
August von ihm getrennt und gleichzeitig von ihm. Aber dann hätte man doch eigentlich sagen können, okay, ich habe mich jetzt von dem Kerl getrennt, der mir so Schlimmes angetan hat, aber jetzt bin ich für die beiden Mädels da. Nicht und in der heutigen Welt. Ich habe zu viele ehemalige Schulkolleginnen gesehen, die von Sozialhilfe gelebt haben und ihre Kinder damit versucht haben aufzuziehen. Und Ist es vielleicht besser für Kinder, auch wenn die Mutter von Sozialhilfe lebt, aber bei der Mutter zu sein, in einem Liebesverhältnis, als von der Mutter weggegeben zu werden? In den Pflegefamilien, in denen meine Kinder jetzt leben, haben sie zwei Mütter, die sie von Herzen lieben und die völlig bereit sind dafür, die ihr eigenes Leben so im Griff haben, ja, dass sie sagen können, gut, ich kann diese Kinder erziehen, ich kann diesen Kindern all das geben. Und ich hätte in beiden Kindern immer wieder den Mann gesehen, der mich 3,5 Jahre völlig seelisch ausgeschlachtet hat. Obwohl du sagst, dass du die Ältere, die Dreijährige, liebst. Die liebe ich auch. Und es ist auch so, dass ich Fotos von ihr habe, aber es ist so, dass ich einfach weiß, dass es besser ist, dass wir uns getrennt haben. Und ich denke, wenn ich muss noch mal fragen, das ist für mich ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Da ist eine Mutter und sagt, ich liebe dieses Kind und ich weiß, es ist besser, dass wir uns getrennt haben. Du hast gerade so auf die materiellen Dinge angesprochen. Hast du nichts gelernt? Hast du keinen Beruf, den du nebenher vielleicht doch hättest ausführen? Was machst du vom Beruf? Ich bin Hure. Du bist Hure? Ja. Das wäre so der nächste Punkt gewesen. Du arbeitest als Prostituierte. Ich arbeite als Prostituierte. Erst ab seit August oder vorher auch schon? Nein, ich habe dieses Jahr im März damit angefangen. Ich habe vorher immer ganz lieb und sittsam auf dem Büro gearbeitet. Ja. Ich habe eigentlich immer ein völlig seriöses Leben geführt. Mhm. Und ich bin dann im August einfach aus der Heimatstadt, die wir damals hatten, in dem Sinne abgehauen. Ich bin wirklich geflüchtet, habe es auf ganz seriöse Art und Weise versucht, mit meinem Leben im Reinen zu sein, habe auf dem Büro gearbeitet, eine schöne Wohnung bekommen. Naja, das Übliche, wenn Jesse, man sich trennt. Ich will jetzt nochmal sagen, also dass du jetzt als Prostituierte arbeitest, tut ja eigentlich auch gar nichts zur Sache. Wenn das jetzt deine Entscheidung ist, dann ist es halt deine Entscheidung. Ich muss aber nochmal was fragen. Wenn du sagst, das kleine Mädel, ich sehe in diesem Kind immer meinen Peiniger und kann da auch keine Beziehung zu aufbauen. Und ich glaube, das Kind hat es bei einer Pflegefamilie besser als bei mir. Das akzeptiere ich völlig, kann ich gut nachvollziehen. Und es ist auch ein richtiger Schritt, dass du es gemacht hast. Was ich nicht verstehe, ist, wenn du sagst, die Ältere, die liebe ich und die gibst du weg und hast Bilder zu Hause hängen. Da würde mir das Herz brechen, wenn ich mir vorstellen würde, wenn ich müsste das machen. Nein, es ist einfach so, dass ich denke, dass das für uns besser war. Weil ich bin erst 22 Jahre alt und ich bin mitten in der Entwicklung. Das heißt, in dem Sinne, überleg mal, ich habe 3,5 Jahre überhaupt keine wirkliche Entwicklung gehabt. Ich habe nie mein eigenes Leben in dem Sinne gehabt. Ich habe auch nicht so eine dolle, prickelnde Kindheit gehabt. Und es war einfach besser zu sagen, ich trenne mich. Warum? Warum? Damit du dich richtig ausleben kannst, oder was? Nein, nicht damit ich mich richtig ausleben kann, sondern damit diese Kinder nicht von jemandem Instabilen in dem Sinne aufgezogen werden. Also, denn ich bin heute der Meinung, du hielst dich nicht stabil genug. Wir reden mal von dem einen Kind, dass das eine Kind bei dir geblieben wäre, von dem du sagst, das liebe ich. Wärst du nicht stabil genug gewesen, dieses Kind aufzuziehen und weiter zu behalten? Ich denke, dass ich nicht die Voraussetzungen hätte, die man haben sollte, wenn man Kinder bekommt. Und ich habe diese Kinder in dem Sinne, man kann fast sagen, verantwortungslos in einer Abhängigkeitsliebe gezeugt. Mhm. Und ich denke, dann sollte man nicht an sich denken, sondern man sollte an das Wohl der Kinder denken. Mhm. Und mir geht es jetzt heute gut. Ich kann sagen... du hast kein schlechtes Gewissen? Nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Mhm. Das Einzige, was ich manchmal überdenke, ist dann, soll ich ihr zum Geburtstag, sie hat jetzt bald Geburtstag, soll ich ihr da ein Päckchen schicken mit einem Teddybären oder sonst was, oder soll ich das nicht tun? Vielleicht wäre es besser, es nicht zu tun, sondern sie jetzt dann auch wirklich ganz, ganz in Ruhe zu lassen in ihrem neuen Leben. Ich denke da auch immer wieder drüber nach und denke dann halt auch an den Zeitpunkt, dass die Große irgendwann, sie werden beide irgendwann groß sein. Und irgendwann werden sie dich fragen, was war da los? Warum hast du das so gemacht damals? Genau, und wenn ich mich völlig distanziert habe, dann kann ich mich als Freundin gegenüberstellen und kann sagen, ich wollte, dass ihr eine gute Zukunft habt, dass ihr eine wohlgeordnete Zukunft habt und Also, ich muss nochmal sagen, dass mir das schon schwerfällt, sage ich jetzt nochmal, was die Ältere anbelangt.
Dennoch will ich respektieren, du scheinst ja wirklich sehr viel mitgemacht zu haben in den letzten 3 Jahren mit dem Mann. Und dass das sicher daraus resultiert, so eine Entscheidung, ist sicher auch möglich und können wir jetzt innerhalb von wenigen Minuten auch nicht ganz aufdröseln. Dein Anliegen ist, dass es den Kindern gut geht. Genau das ist es. Und das ist, dass die Kinder glücklich werden. Genau. Das ist dein Anliegen. Und also damals, wie ich das Ganze in die Wege geleitet habe, muss ich dazu sagen, also war das Jugendamt auch voll und ganz auf meiner Seite. Mhm. Und ich nehme keine Drogen, also ich habe überhaupt nicht, also mein Ex-Mann ist heroinabhängig, er hat 10 Jahre vor mir schon Heroin genommen, er ist jetzt, wo wir nicht mehr zusammen sind, auch wieder drauf, wie man so schön sagt. Ja. Und er war so unvernünftig und hat gesagt, ich möchte die Kinder haben. Das Jugendamt hat sich Gott sei Dank bis jetzt natürlich dagegen gestellt. Ich arbeite da auch grundsätzlich gegen. Also ich würde das sage ich nochmal so aus einem spontanen Gefühl heraus, ich würde mich jetzt erstmal, ich glaube, es ist klug, erstmal ganz zurücknehmen. Ja, das tue ich. Ich lebe mein Leben. Ja. Jesse, also ich glaube, ich habe dich ein bisschen mehr verstanden, je länger wir gesprochen haben. Das ist schön. Und man darf da auch nicht zu schnell urteilen. Du hast es ja wahrscheinlich auch nicht sehr leicht gemacht bei der Entscheidung. Ich habe eins noch zu sagen, das ist mir besonders wichtig, weil halt die Welt heute nur Tabus besitzt und das sehe ich jeden Tag, wenn ich arbeite. Also ich habe mich wirklich sehr in meinen Job hineingesetzt, kann man so sagen. Und ich muss sagen, wenn man all die Tabus einhält, die auf dieser Welt existieren, dann macht man sich selbst kaputt. Denn also ich muss sagen, ich kann nur behaupten, mir ging es nie besser im Leben. Und also auch wenn ich einen Job habe, den kein Mensch wirklich akzeptiert, nur derjenige, der kurz schellt. Und wenn es den Kindern jetzt auch gut geht, dann ist ja alles in bester Ordnung. Alles Liebe und alles Gute, Jesse. Gut, ciao. Auf Wiederhören. Tschüss. Barbara, 49 Jahre alt, hallo. Hallo. Hallo Barbara, ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Domian. Um was geht's bei dir? Ich habe seit 6 Monaten eine neue Beziehung, nach 8 Jahren, ich habe 8 Jahre allein gelebt und war davor 22 Jahre verheiratet. Mhm. Und mein erster Mann war sehr kalt. Bitte? Mein erster Mann war total kalt und unzugänglich. Ja. Und jetzt habe ich also mich dann neu verliebt nach so langer Zeit und stelle nun aber fest, dass dieser Mann einfach nur gern mein Sklave wäre. Jetzt haben wir aber, diese Woche ist er mit den Sklaven. Das ist aber ein Zufall jetzt, glaube ich. Also dieser Mann im sexuellen Sinne wäre gerne dein Sklave. In jeder Beziehung. In jeder Beziehung. Und ich bin im Moment... Ich hab überhaupt keine Orientierung, also ich mache das nicht. Ich will ihn nicht weder auspeitschen noch. Also ihr seid seit 6 Monaten seid ihr zusammen, sagst du? Wann hat er da mit der Wahrheit rausgerückt? Also manchmal hat er so halbe Sätze rausgelassen und sich dann beherrscht und ich wusste auch nicht, wo ich dran bin. Und da kam das jetzt so nach und nach. Mhm. Also nachdem ich mich entschieden habe, mit ihm zusammen zu bleiben, ich war ja mir ja auch lange nicht sicher. Ja, aber ihr wohnt noch nicht zusammen? Also wir haben beide unsere Wohnung, aber er ist meistens bei mir. Ja. Also ist das noch gar nicht so lange her, dass er klar gesagt hat, was er will? Ja, also er stellt sich auch nicht hin und sagt, ich will das. Und es kommt dann ganz spontan, kannst du nicht eine Peitsche kaufen? Und ich denke, wozu eine Peitsche? Ich dachte nun, der meinte mich, ne? Ich sage, du pass mal auf, ich lasse mich nicht auspeitschen. Ach so, genau, du hast es andersrum verstanden, ja. Ja, und dann sagt er zu mir, nee, ich will, dass du mich auspeitschst. Ich dachte dann zuerst, man lässt mal so einen Spruch los. Ja, aber war kein Spruch. Es war nicht nur kein Spruch. Ich bin in Zwischenzeit, könnte ich nur noch heulen. Und das Problem ist, dass ich überhaupt nicht mehr weinen kann. Mhm. Habt ihr denn normalen Sex miteinander bisher gehabt? Wir hatten bis jetzt nur normalen Sex. Ja, und das war für dich auch... Hast du das gemerkt währenddessen, dass das für ihn nicht so das absolut Beste war? Was ich merke und was er sagt, sind eben auch immer wieder 2 verschiedene Sachen. Also im Klartext, was will der? Der will, dass er ganz und gar dein Sklave ist, ja. auch im Alltag. Ja, also wenn ich ihn dominiere, dann blüht er richtig auf. Ja. Und ich sage dann immer so, pass mal auf, ich möchte, dass du deine eigenen Entscheidungen triffst. Ja. Dann, er ist in einem Frauenclan aufgewachsen.
Im Clan, ach so. Ja, in so einem Frauenclan. Mhm. Ich meine, es stellt sich jetzt eben alles ist raus mit der Zeit. Ja. Und die eine Tante von ihm, die dominiert alle anderen. Ja. Und so fing es bei ihm an. So hat sich das irgendwie vielleicht entwickelt. Ja. Oder? Wie alt ist er so in deinem Alter? Der ist ein paar Jahre jünger als ich. Ein paar Jahre jünger. Ja. Nun haben wir ja alle gelernt, diese Woche, Anfang der Woche, dass es eben 24-Stunden-Sklaven auch gibt. Und so etwas würde er gerne bei dir sein. Ja, ich glaube ein 48-Stunden-Sklave so. Ja. Mhm. Das heißt, immer wenn er zu dir in die Wohnung kommt oder wenn ihr zusammen in einer Wohnung seid, möchte er dein Sklave sein. Ja, das möchte er gerne. Er möchte im Prinzip mit irgendwelchen Accessoires rumlaufen oder auf den Knien rumrutschen, so wie du es, wenn du sagst, auf die Knie, nackt ausziehen. Ich habe das einmal dann ausprobiert, einfach um zu sehen, ob ich jetzt spinne, weißt du? Ja, er hat es gemacht. Hat er sofort gemacht. Was hast du genau gesagt? Was hast du ihm gefunden? Ich habe gesagt, mach dich jetzt sofort nackig. Und das hat er tatsächlich. Ich muss jetzt lachen, aber in Wirklichkeit könnte ich nur noch heulen. Der wird alles machen. Wenn du sagen würdest, hier, ich habe einen Hundefressnapf gekauft, hier tue ich ein Stück Tochter rein. Wird er machen, ne? Mhm. Und wenn ich, ich behandle ihn eben nicht als Sklave, sondern ich sage immer, pass mal auf. Ich möchte dich weder beherrschen, noch will ich von dir beherrscht werden oder von irgendjemand sonst. Mhm. Du musst deine Entscheidungen treffen. Da stellt er sich so stur, dass zum Beispiel, also wir gehen zum Beispiel mit dem Hund weg und ich muss noch einiges regeln, die Katze noch reinholen und die Fenster stehen offen. Ja. Dann macht er die Fenster nicht zu. Dann muss ich alles machen. Dann macht er nichts und steht aber nur da wie Hänschen klein. Also wenn du ihm einen klaren Befehl geben würdest, dann wird er alles machen. Ist ja für manch einen wäre das vielleicht eine verlockende Sache, jemanden so zu haben, der Privatsklave ist. Mhm. Aber für dich ist es schrecklich. Für mich wäre es auch schrecklich, muss ich dir sagen. Aber dann habt ihr ja jetzt mehr als ein dickes Problem, wenn er so klar in dieser Richtung gestrickt ist und das seine Vorstellungen sind, da kommt man doch nie zueinander. Da gibt es keinen Kompromiss. Ja, ich wenn für dich das wirklich völlig indiskutabel ist, du das blöd findest, du auch keine du empfindest auch nichts Sexuelles dabei, wenn nein. Null. Ja, dann da gibt es ja gar keine Ebene miteinander. Hat er vorher auch schon so gelebt? Also hatte er vorher eine Freundin, die Alkoholikerin war und für die er rund um die Uhr versorgt hat. Die er versorgt hat? Ja. Ach so. Und was jetzt da im Einzelnen, also ich weiß nur, er hat zwei erwachsene Kinder und die haben sich zweimal bei mir ausgesprochen, mir fiel viel Schuppen von den Augen. Die muss ihn wohl Tag und Nacht tyrannisiert haben und gequält haben. Und weißt du, ich kenne ihn schon ewig, also kennen tue ich ihn schon lange und ich habe ihm das, ich habe eigentlich eine sehr gute Menschenkenntnis, dass ich manchmal erschrecke, wie schnell ich weiß, wie jemand drauf ist. Aber da hast du es nicht gesehen. Völlig blind. Mhm. Also das heißt, da war das auch schon so ein Verhältnis. Er hat die zwar versorgt, die Frau, aber sie hat ihn tyrannisiert. Das heißt, er war Sklave bei ihr. Ja, und bei der Tante auch. Er ist absoluter Sklave seiner Tante. Ich meine, das heißt, das zieht sich durch das ganze Leben durch bei ihm. Anscheinend. Und er ist nicht bereit, also er ist nicht dumm, aber er will auch, dass ich, also ich muss alles durchdenken, alles organisieren. Mhm. Und das Paradoxe ist, dass wenn er das, manchmal vergisst er das. Also es gibt ganz kurze Momente, wo er völlig normal ist und wo er so liebevoll und aufmerksam und wirklich also authentisch ist. Mhm. Ja, also ein Mann ist. Und wir haben auch schöne Zeiten auch im Bett gehabt. Aber jetzt geht nichts mehr, weißt du? Plötzlich will er meine Unterhosen tragen und Schleifchen im Haar. Und ich habe... Was? Das? Meine Unterhosen. Er möchte meine Slips anhaben. Ach so, ach, deine Unterhosen möchte er tragen. Und Schleifchen im Haar. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ich bin eigentlich eine starke Frau, warum ich mich überhaupt nicht mehr reagieren kann. Ja, ich meine, es ist natürlich auch wirklich krass, wenn man damit selbst nichts anfangen kann und plötzlich sagt der Partner, ich will deine Unterhosen anziehen und ein Schleifchen ins Haar hängen. Es ist ja fast schon komisch, aber in dem Moment ist es für dich nicht mehr komisch, sondern nur tragisch, ne, das Ganze. Ich frage mich auch inzwischen, wer bin eigentlich ich? Also, darf ich mal eben fragen, was der vom Beruf macht? Der ist Segelmacher. Segelmacher? Ja. Aha, kenne ich gar nicht. Nee, weil ich frage das deshalb, weil oftmals Menschen, die so drauf sind, im Berufsleben ganz dominante Menschen sind. Das war mein Ex-Mann. Ah ja. Aber der war aber wiederum nicht bei dir Sklave.
Nee, der wäre gern bei mir Sklave gewesen. Aber so, dass es nur niemand mitbekommt. Ach so, insofern bist du ein bisschen vertraut mit dem Thema schon. Und da habe ich aber gleich einen Riegel vorgeschoben. Mhm. Und dann hat er den Spieß umgedreht und hat mich sexuell misshandelt. Ja. Und dann habe ich die Scheidung eingereicht und mich sofort scheiden lassen. So, Barbara, jetzt aber zu dem aktuellen Freund nochmal. Ich glaube, wie du das jetzt geschildert hast, du hast das so klar geschildert, so eindeutig geschildert, dass es da gar keine Lösung gibt. Gibt's keine, ne? Nee, da gibt's keine. Es sei, also ihr müsst natürlich reden, ihr beiden miteinander. Also du musst, geht eben nicht, weil er keine Entscheidungen trifft. Mhm. Er lässt den Kopf hängen, sagt dann, ja, dann ist das so, weißt du. Mhm. Also gibt's doch nur eine Lösung, ich sage jetzt Schluss. Ich glaube fast ja. Wenn, also ich finde nochmal, die entscheidende Frage steckt dahinter, kann er nicht anders? Will er nicht anders? Wenn er nur so will, wenn das die Erfüllung für ihn ist, so scheint es mir zu sein, wie du es gerade geschildert hast. Ja, ich glaub's auch. Dann gibt es keine Lösung. Dann heißt die Lösung Trennung. Genau, ich glaube es auch. Ich befehl gerade ein, er lässt sich sogar von meinem Hund dominieren. Krass, hat so krass. Keinen Sinn. Okay, doch. Barbara, alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Der Kai ist hier und der Kai ist wie alt? Ich bin 23. Hallo, Domian. Hallo, Kai. 23 Jahre alt. Ja. Dein Thema. Folgendes Problem. Und zwar bin ich seit 4 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Du machst mal bitte den Fernseher ganz leise und das Radio. Oh, entschuldige bitte. Hast du nicht gemacht. Hör ich das schon wieder. Also 4 Jahre verheiratet? Ja, ja. Und zwar betrüge ich sie, wo es nur geht. Wo es nur geht. Seit wann? Seit wann? Bitte? Seit wann? Ja. Nee, seit wann du das machst? Seit 3 Jahren. Also 4 Jahre verheiratet und seit 3 Jahren betrügst du sie, wo es nur geht. Ich bin einfach nicht mehr attraktiv. Das Einzige, was mich noch hält, ist das Kind. Wie alt ist das Kind? 2 Jahre. 2 Jahre. Wie oft hast du sie jetzt schon betrogen in den 3 Jahren? Oh, 11, 12 Mal. Ja. Immer mit verschiedenen Frauen oder? Ja. Wann, ja. Du findest sie nicht? Das Problem ist auch, ich verhüte nicht. Warum nicht? Nee. Warum nicht? Ich halte nichts von Gummis. Ach, du hältst nichts von Gummis? Du nimmst aber dafür in Kauf, dass eine andere Frau schwanger wird und du nimmst in Kauf, dass du dir die diversesten Krankheiten holen kannst. Ja. Na toll, das ist ja eine Haltung. Ja, was soll ich denn machen? Ich bin kurz davor, mich zu trennen. Ja, nee, jetzt reden wir erstmal nochmal kurz über die Gummis. Du sollst, wenn du schon so Sachen machst, mit Gummisvögeln, Mensch. Da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Weil du dich schützt und andere schützt. Und zudem ist es auch noch eine Verhütung. So, das zu dem Thema. Aber das andere Thema ist ja, du sagst, dass du deine Frau, du findest sie nicht mehr attraktiv, du liebst sie auch nicht mehr. Sie seit der Schwangerschaft ist sie so kick geworden. Ich bin völlig fertig. Geht es denn nur um das Dicksein? Ja, sie ist unattraktiv. Wie viel hat sie zugenommen? Bitte? Wie viel hat sie zugenommen? 20 Kilo. 20 Kilo? Weiß sie davon, dass du, kriegt sie das mit, dass da einiges schief läuft und dass du fremd gehst? Ich denke mal ja, aber sie will es nicht so wirklich. Also, dadurch, dass sie so unattraktiv ist, gehe ich davon aus, dass sie es nicht mitkriegen will. Weil sie keinen anderen kriegt. Kann man ja sagen, okay, die Frau ist schwanger geworden und ist jetzt dicker geworden. Ist vielleicht nicht so schön, aber es ist noch meine Frau. Nee, sie tut nichts dafür. Sie soll mal ein bisschen joggen gehen oder sonst was, dass sie für ihre Figur was tut. Dann würde ich ja auch noch Interesse haben, aber... Hast du es ihr denn gesagt, so klar? Na, nicht so klar, aber... Warum nicht so klar? Ich habe Andeutungen gemacht. Ne? Ja, warum eine Andeutung? Vielleicht soll ich sagen, du bist zu dick, ich verlasse dich? Nee, du sollst sagen, pass mal... Nee, du sollst sagen, ja, ich finde es weniger schlimm zu sagen, pass mal auf, ich finde schon, dass du ein bisschen dick bist. Du unternimm was. Ich finde es attraktiver, wenn du wieder ein bisschen schlanker bist. Finde ich weniger schlimm, das klar zu sagen, als permanent der Frau fremd zu gehen. Vor allen Dingen, wenn dir noch was dran gelegen ist, an deiner Ehe und der Familie und der Frau, finde ich, dass man das aussprechen kann. Warum nicht? Mir ist wirklich viel daran gelegen. Ja. Du meinst, ich soll ehrlich mit ihr reden darüber? Aber na, gar keine Frage. Gar keine Frage. Wenn du noch in gewisser Weise ein Interesse an der Verbindung hast, dann muss man doch alles machen, was irgendwie möglich ist. Jetzt kann ich nicht mehr lange sprechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber, ja, wir rufen dich gleich nochmal an. Du legst auf, wir rufen nochmal an, okay? Ja, das wäre lieb. Jo, bis gleich.
In der Technik heute Nacht, Gunnel Blendin. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Das ist denn die letzte Sendung vor unserer Sommerpause. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Tschüss. Heute ist Freitag, der 2. Juli. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Es ist 2 Uhr. Die Themen. Griechische...